Ein weiteres Lemma zur Maßtheorie. Dieses Lemma bezieht sich auf das Maß und auf das Lebesgue-Integral bezüglich einer Treppenfunktion. Sei t von x die folgende Treppenfunktion Summe von 1 bis m. Wir haben m Funktionswerte definiert auf Mengen ai und wir fordern hier, diese Treppenfunktion ist stets größer oder gleich 0. Und m, eine echte Teilmenge aus den reellen Zahlen, sei Lebesgue messbar. Dann kann man aussagen, dann ist Integral über diese Treppenfunktion bezogen auf diese Lebesgue-messbare Menge ein Maß auf wobei die Sigma-Algebra hier die Menge der Lebesgue-messbaren Mengen ist. Beweis. Wir müssen zuerst nachweisen, dass dieses Objekt die leere Menge auf 0 abbildet. Das heißt, wir betrachten i von der leeren Menge, das wäre das Integral über die Treppenfunktion bezogen auf die leere Menge, nicht auf m, jetzt verwende ich hier die Definition des Lebesgue-Integrals bezüglich einer Treppenfunktion. Im Integranten steht eine Treppenfunktion, also darf ich schreiben, das ist die Summe von i1 bis m. Es gibt m-Funktionswerte bei dieser Treppenfunktion. Ja, und diese Treppenfunktion ist definiert auf Mengen ai. Also schreibe ich hier hinten das Lebesgue-Maß von der Schnitt, von den Schnittmengen ai geschnitten mit dieser leeren Menge ist Summe von i1 bis m a Index i. In jeder Menge dieser ais liegt die leere Menge, also ist der Schnitt natürlich die leere Menge. Das hier ist aber 0 und zwar nach Definition. Also habe ich hier tatsächlich 0. Daraus kann ich folgern. Es gilt i bezüglich der leeren Menge ist vom Maß her 0. Nun zu der Sigma-Additivität. Da m eine echte Teilmenge aus den reellen Zahlen ist, und zwar nach Voraussetzung, folgt, ich kann m ja über eine disjunkte Zerlegung ausdrücken, nämlich die Vereinigungsmenge von J1, unendlich viele davon. Ja, und wir sind in R, aber die Intervalle schreibe ich auch hier mit Groß Q. Und wir wissen, Q Index J sind paarweise, beziehungsweise sollen paarweise disjunkt sein. Und zwar für alle J. Daraus folgt zunächst, beziehungsweise ich gehe auf die Folgeseite, daraus folgt, i von m ist
I von, naja, dieser Vereinigungsmenge. Denn M ist ja gerade diese Vereinigungsmenge von disjunkten Quadern. Jetzt verwende ich die Definition des Integrals bezüglich einer Treppenfunktion. Diesmal möchte ich aber M messen, also diese Vereinigungsmenge. Also schreibe ich hier die Vereinigungsmenge. Jetzt sind diese Mengen ebenfalls disjunkt nach Voraussetzung, und zwar wegen der Konstruktion einer Treppenfunktion. Und wenn ich die Rechenregeln für Mengen hier anwende, darf ich natürlich diese Menge hier reinschreiben. Jedes a-Index i mit jedem q-Index j schneiden. Insgesamt, weil alle q-Index j disjunkt sind, ist dann der Schnitt ebenfalls disjunkt. Also habe ich hier nun verwende ich die Sigma-Additivität von dem Lebesgue-Maß. Das Lebesgue-Maß ist ein Maß, ja. Also kann ich hier an der Stelle schreiben, Summe von J1 bis unendlich. Ja, und was wird summiert? Die Lebesgue-Maße von diesen Schnittmengen. Hier hängt nichts von J ab. Also darf ich schreiben, Summe von J1 bis unendlich, Summe von I1 bis M. Und hier steht ja nichts anderes als I von M. Ja. Die Position von dieser leeren Menge nimmt jetzt eben Q-Index J ein. Also ist dieser Ausdruck nichts anderes als I von QJ, das Maß von dem J-ten Quader. Ja, und hier habe ich dann die Summation von allen Maßen dieser Quader. Ja, aber was steht jetzt auf der linken Seite? Da hätten wir das. Auf der rechten Seite hätten wir das, also können wir folgern, I von dieser Vereinigungsmenge ist Summe von J1 bis unendlich, ja. Und daraus folgt, I ist Sigma additiv. Nun folgere ich. Es gilt zum einen, das Maß von der leeren Menge ist 0 und I von M ist Sigma additiv. Und daraus folgt, I von M ist ein Maß. QED.